Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code. Heute wollen wir uns mit dem sogenannten Law of Demeter vertraut machen, oder man kann es auch anders nennen, Don't Talk to Strangers. So, was das bedeutet ist, im Endeffekt, naja, es ist wirklich sehr, sehr simpel, es wird auch wahrscheinlich ein sehr kurzes Video werden, aber es ist trotzdem sehr wichtig auch, weil man es ganz gerne mal macht und man sollte es eigentlich nicht machen. Und zwar, sagen wir mal, wir brauchen ein Integer i ist gleich, so, und was wir jetzt machen ist, also nur als Beispiel, wir holen uns get objects b.getsomeotherObject.getArray.get, wobei, nee, wir machen es dann einfach so, an der Stelle 0 zum Beispiel. Okay, da sieht man schon, was damit eigentlich gemeint ist. Don't talk to strangers, das heißt, man sollte solche Message Chains nicht haben. Also sowas sollte eigentlich nicht passieren. Man sollte hier get Object A und dann sollte man schon haben, was man braucht, oder man hat was falsch gemacht. Ja, und das ist hier auch nicht wirklich lesbar, wie man sehen kann. Also erstmal muss ich A suchen, dann muss ich B suchen, dann muss ich das suchen, dann muss ich das suchen und dann muss ich davon noch das nullte Element raussuchen. Eher nicht so geil. Was man machen kann ist, also sagen wir mal, wir sind, this wäre jetzt natürlich immer möglich. Das heißt, ich kann auf alles von meiner eigenen Klasse zugreifen. Da ist alles erlaubt. Ich mache da einfach mal ein Sternchen. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an die Regular Expressions. Sternchen steht für alles. Also this.irgendwas geht immer. Dann, was ich aber auch noch machen kann, irgendwelche Objekte, die... Also jetzt wieder mal was anderes. Wir sind in myMethod. Das ist jetzt einfach nur irgendeine Methode und diese Methode soll dafür sorgen, dass irgendwas passiert. So, und hier drin will ich jetzt auf irgendwas zugreifen. So, was ich natürlich jetzt hier auch noch machen kann, ist nicht nur auf this Punkt Sternchen zugreifen, sondern ich kann auch auf Objekte, die ich in dieser Methode erstellt habe, also wirklich gebaut, neu erstellt habe, zugreifen. Das heißt, alles, was über irgendwie new erstellt wurde, kann ich auch zugreifen. Das ist auch super okay. Logischerweise, denn ansonsten wird es überhaupt... Also klar, man kann auch auf sowas zugreifen, aber man sollte es nicht. Man sollte sich möglichst darauf beschränken, auf this, also auf irgendwelche Objekte meiner Instanz zuzugreifen oder dann tatsächlich auf eben... hier drin erstellte Objekte zuzugreifen. Oder klar, auf Parameter kann ich auch zugreifen. Oder was das Letzte ist, was man machen sollte, ist tatsächlich hier auf einmal was anderes zugreifen. Das heißt, irgendeine Instanzvariable, also this.myVariable zum Beispiel, Punkt, und dann hier drauf zugreifen. Also das geht auch noch, aber hier sollten es dann auch schon nur noch Methoden sein. Mehr als diese vier Sachen sollte man nicht machen. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel irgendwelche Utility-Functions, die sowieso static sind. Dann habe ich aber auch so eine Message-Chain, habe ich dann auch dabei nicht. Das sollte aber wirklich alles sein, auf das man zugreifen muss. Ansonsten muss man sich überlegen, ob diese Methode, diese myMethod in der Klasse this, also in dieser Klasse halt eben, ob die da wirklich Sinn macht oder ob man sie vielleicht lieber in some other object, also in die Klasse von diesem other object, ob man die da reinpackt vielleicht und nicht in diese Klasse, wo wir jetzt gerade drin sind. Das heißt, vielleicht auch ein bisschen überlegen, wo mache ich meine Methoden rein, sind die da auch wirklich sinnvoll und muss ich das wirklich so machen, kann ich das nicht vielleicht anders machen. Ist schwerer in der Praxis, als es in der Theorie ist. Deswegen zeige ich euch das ganze Law of Demeter einfach mal und hoffe, dass ihr es soweit anwenden könnt. Aber ja, man probiert natürlich, was man kann. Es sind einfach nur Richtlinien, wie gesagt, was wir jetzt hier gerade machen. Es sind keine, du musst das so machen, sondern es sind, mach's so, dann ist es leichter später zum Verwenden oder zum Warten, also zum irgendwie noch anpassen den Code. Und das wird es immer geben. Also man muss immer Code anpassen, wie ich schon gesagt habe. Okay. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.